Wird Oliver Kahn beim FC Bayern München rausgeworfen? Genau das wurde gestern eben publiziert. Demnach sollen in den nächsten Tagen mehrere Sitzungen stattfinden, bei denen über die Zukunft von Oliver Kahn entschieden wird. Aber jetzt hat er sich selber zu Wort gemeldet und da ein interessantes Interview abgegeben. Was er da genau gesagt hat, das erfahrt ihr hier in diesem Video. Vorab lasst ihr natürlich gerne ein Like auf das Video da und auch gerne ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Und um noch mehr über die Bundesliga zu diskutieren, schaut gerne bei meinem Discord vorbei, Link in der Videobeschreibung. Nach dem Champions League aus des FC Bayern München, da herrscht richtige Krisenstimmung bei den Bayern. Vor allem die Verantwortlichen rund um Oliver Kahn und auch eben Hasan Salihamidžić, die wurden da absolut in den Fokus der Kritik gestellt. Und jetzt kam es eben dazu, dass darüber berichtet wurde, dass Oliver Kahn wohl vor einem Aus beim FC Bayern München steht. Jetzt hat sich Kahn aber gegenüber der Bild selber zum Wort gemeldet. Er sagte: "Ich verschwende im Moment nicht eine Sekunde daran, mir über meinen Vertrag Gedanken zu machen. Es geht immer um den FC Bayern." Und da hat auf jeden Fall Oliver Kahn recht. Man muss aber sagen, bei Sitzungen, wo es um seinen Rauswurf geht, da wird er wahrscheinlich anfangs nicht mit dabei sitzen. Uli Hoeneß, der wollte die ganze Situation nicht groß kommentieren und das heißt natürlich schon mal etwas. Aber er sagte eben auch, dass er grundsätzlich mit der aktuellen Entwicklung in dem sportlichen Bereich nicht zufrieden ist und der komplette Verein sich hinterfragen wird. Er sagte: "Die sportlichen Ergebnisse, die wir zuletzt abgeliefert haben, entsprechen nicht unseren Erwartungen. Das Ziel ist es, den FC Bayern München wieder genau dorthin zurückzuführen, wo er hingehört. An die Spitze in allen Wettbewerben. Dafür werden wir jeden Stein umdrehen." Und natürlich anscheinend auch seinen eigenen Stein. Das ist auch ganz klar. Vertraglich kann man auch mal schauen, er ist noch bis Ende 2024 an den deutschen Rekordmeister gebunden. Das ist ja nicht so wie bei den Fußballverträgen, sondern sein Vertrag endet quasi zum 31.12.24, sprich noch gute anderthalb Jahre. Und wie geht es jetzt weiter mit ihm? Ja, laut der Bild ist es eben so, dass das Ganze auf wackeligen Beinen steht. Es wird in den nächsten Tagen Sitzungen des Aufsichtsrats geben, wo es eben um die Zukunft aller Münchner Verantwortlichen geht. Eben auch um die des Bayern-Chefs Oliver Kahn. Und diese Sitzungen, die werden unter anderem auch von Uli Hoeneß geleitet, der anscheinend ja doch noch ein bisschen mehr zu sagen hat als nur ein reines Aufsichtsratmitglied. Aber das müsste ja mittlerweile jedem klar sein. Es ist also wirklich noch gar nichts sicher rund um Oliver Kahn, aber sein Job, der ist eben auch nicht mehr so sicher, wie er das wahrscheinlich gerne hätte. Was ist eure Meinung zum Thema? Gerne einen Kommentar da lassen. Bis dann, Leute. Ciao.